First one for Echo Heavy, cross runway 22 right, taxi right on Bravo and Monaco Ground Point 9er, have a good day. Cross runway 22 right, right on Bravo, monitoring 1219 at the basis, 14 Echo. JetBlue 1473, contact nearest departure today. Departure, so on JetBlue 1473. Delta 729, taxi via hotel, hold short of runway 22 right, stay with me. Hotel, 22 right, with you on 729. So, die Map schalten wir wieder mal um. Das Gebiet ist riesig. Können wir Paar-Safaris machen, das ist cool. Das ist cool. Hier nehmen wir wieder 3. 1015. Still 2996. Oh ja, so ist gleich viel besser. So. Ja, das ist super. Sehr nice. Dann machen wir Anti-Collision Light, Position Light und Fuel. Der Vorbrenner wollen wir auch gleich. Wir starten Triebwerk Nummer 1. Delta 232 Heavy, contact nearest departure, have a good flight. Let's departure, Delta 232, good day. Delta 5733, switch to Alpha 1. Delta 5733, TMD Tower, following the 777, short final, caution light turbulence, runway 22 left, vehicle left. Runway 22 left, Delta 5733. TOT kommt, N1 super, es ist im Idle. Wir starten Triebwerk Nummer 2. Da haben wir unsere Elefanten da. Ah, das ist jetzt auch noch fair wert. Schauen wir das ein, sonst finden wir gar nichts. Diese und diese. Guck mal. Die stehen da im Busch. Hm. So, zweite Triebwerk hat gezündet, N1 fährt hoch, TOT alles sauber. Sieht gut aus. Und beide Triebwerke sind idle. Dann schalten wir hier 1 und 2 Primer aus und schalten diese ein. Pitot 1 und 2 schalten wir auch ein. Und wir machen hier noch Negative. Speedbox. All on. Uns kann er so lassen. Sehr gut, schließen wir die Tür. Lassen wir Lichter noch an. Und dann sind wir all green und wir starten auf Flight. Da vorne haben wir dann gleich unsere Hippos. Lift up. Fliegen da weg, raus. Sonne kommt hoch. Karte ist wasch. Die haben keine Angst, ne? Da vorne läuft irgendwas. Ist ein weiterer Elefant. Eine Landing Light auf brauchen wir nicht mehr. Cool. Und da vorne haben wir auch irgendwas. Dann haben wir hier noch gleich Hippos, aber ist dann hier kein Camp bei der Piste. Doch da ist es. Lagoon Camp. Das sind die Elefanten. Hier sind wir gestartet. Das ist eine Fauna. Oh, da ist auch eine Fauna. Was haben wir hier für Tiere? Schon wieder Elefanten. Sind wieder Elefanten. Fragen sich bestimmt. Dann haben wir hier noch etwas. Das ist irgendwie. Okay. Camping, weiß nicht was. Aber jetzt gucken wir das Lagoon Camp. Und diese Runway. Da kannst du, sage ich jetzt mal, schon mit einer A320 landen. Hey. Vielleicht hackst du noch ein paar Bäume mit, aber so ist es dann. Okay, das Camp Inside. Haben die so einen Heliport? Es gibt coole Helipads. Ne. Ist nichts. Nicht zu nah an die Zelte ran, sonst waren das dann mal Zelte. Ah, da kann man... Hoppala. So, wir machen das professionell. Hoppala. Ich lufte da alles weg. Runter, runter. Ja, danke. Wir gehen da kurz auf Idle. Wir brauchen unsere Co-Pilotin, Zero Control. Und wir wollen das mal angucken da. Kopf einziehen. Super. Hey! Bist du der Hans? Wir suchen Hans. Ja, da ist der Hans. Der Hans. Ei, ei, Captain! Ei, ei, Captain! Jau, jau, jau. Jau, jau, jau! Voodoo Gaming fliegt rein mit Prime! Der fliegt da gleich rein mit Prime! Unglaublich, unglaublich! Vielen Dank für den Support, die Liebe hier bei Copter Air. 4 Monate schon, aktuell im 2. I wish you many, many, many happy landings, many, many, many happy flights. Ah, da fliegt er auch, da fliegt er. Ah, womöglich gleich hier hinten vorbei. Ja, ist auch auf Safari, cool. Nice. Und bei euch alles fresh? Ja, ich will da Hans abholen. Ich glaube, das ist Hans. Grüße. Hans, du hast... Bist du Hans? Yes, du bist Hans. Okay, Hans, grüß dich. Ich bin Willi. Du hast Rumflug? Super. Ja, ist Safari-Rumflug, ne? Okay, dann kannst du mal mitkommen. Kommst du mit? Sehr schön. Ja, stimmt, ich habe mal was gesehen, dass du auch im Stream bist. Sehr nice. Ich gönn dir das, ich gönn dir das. So, Hans, jetzt musst du dann hier aufpassen. Kopf einziehen, ne? Sonst bist du einen Kopf kürzer. Wenn du 2 Köpfe hast, bist du 2 Köpfe kürzer. Kopf einziehen, Sicherheit geht vor, Hans, ne? Geduckt bleiben. Einfach geduckt bleiben. Ne, ich öffne hier kurz. Okay, kannst du da mal einsteigen? Super. Ja, yes. Okay, ja, der Gurt hier einfach. Genau, wie beim Auto. Super. Headset. Passt. Hier kannst du noch Lautstärke. Genau. Mikrofon schön ans Mund. Yes. Das passt so. Und ja, wenn es übel wird, da sind die Dingens drin. Also wie ein Tablet, wenn du willst, ne? Und darunter hast du dann noch die Kotztüten, ne? Okay, Hans, super, dann freu dich mal auf die Safari da. Ich mache dazu, wenn was ist, einfach Bescheid sagen, ne? So, halt sich fest, ne? Ja, ja, das wird jetzt dann ein bisschen... So, wir steigen hier wieder ein. Oh. Super. Passt. That's my princess. Thank you. So, wir sind da immer noch. Alles super. So, wir machen My Control. Haben wir alles fresh? Ja, wir machen da mal hoch. Das ist nur verschieben, ich laufe da gar nicht drum. So, wir sind da wieder hochgefahren. Jetzt gehen wir zu den Hippos. Harry Hipposneck. Wir sind all green, all established. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Timbalim, guten Abend. Oh ne, versetzen heißt es. Das heißt versetzen. Wir gehen da dann links frei. So. Also nochmal winken, Hans, ne? Gucken wir die Hippos an. Und dann will er ja da nach unten. Da hier haben wir auch schon welche. Das sind auch schon Hippos. Guckt. Hier haben wir auch schon Hippos. Dann sind wir womöglich auch noch in der Luft. Nach diesem Safari machen wir Eierfahr. So, ja, da sind Hippos. Da vorne sind auch Hippos. Da sind Elefanten, glaube ich. Wir fliegen da in Afrika. Wir machen da ein bisschen Safari in Afrika. Da sind Hippos. Cool. Und das ist noch so ein kleines Dorf. Nice. Cool. Sonne geht hoch. Harry, Hippo, Hippo-Snack. Wir grüßen mal hier die Hippos. Und dann fliegen wir kurz zurück zu den Elefanten. Die waren, glaubst du, dort, ne? Hallo Hippos. Okay, wir gehen mal zu den Elefanten. Das Luftkissen war schon schneller weg als gedacht. Hoppala. So, und dann haben wir hier wieder die... Ah, hier sind auch noch Hippos. Nice. Unter uns auch gleich eins. Ja, da so schräg. Nice. Willst du mitfliegen, Palm? Weil dann gehe ich nochmal zurück zu Foxtrot Bravo Golf Uniform und dann kannst du das auch laden und dann kommst du mit. Gerne, alles klar, wunderbar. Wir fliegen da zurück. Jetzt muss ich selber suchen, wo das war. Wow. Nur weil der jetzt Windcheck gesagt hat, sonst wären wir hier gleich ins Wasser gekracht. So, man sollte da bist du ja schon, guck. Genau, das passt. Genau, aber aufpassen, hier sind dann Elefanten, ne? Ich habe dann noch Hans aufgeladen. Ich habe dich auch inside. Ein Wunder, dass du keine 747 bist. Das geht nicht so gut. Ich wollte eigentlich so bleiben und so um dich kreisen. Hast du einen anderen Hubschrauber? Ich sehe dich nicht als Hubschrauber. Schade. Naja, vielleicht lässt dich mal als Hubschrauber. Okay, komm. Wir fliegen da mal weiter. Es gibt vieles zu entdecken. Ja, dann liegt es nicht an uns. Okay. Alles klar, Voodoo. Bis später, bis später. Hier waren die Hippos. Ne? Liebe, 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 Liebe. Jetzt gehen wir hier mal zu dieser Fauna. Immer gucken, es kann überall etwas sein. Da haben die auch schon wieder Tiere. Achtung, ich drehe rechts ein. Ich will das gucken. Was sind das hier für Tiere? Sind das immer noch Hippos? Ja, das sind immer noch Hippos. Hier ist alles voller Hippos. Und wo Tiere sind, sollte man eigentlich auch Safari-Fahrzeuge finden. Da gehen wir kurz unsere Kollegen besuchen, grüßen. Aber ich sehe jetzt kein Safari, keine Safari-Fahrzeuge. Egal. Irgendwo sehen wir das dann schon. Was ist das? Das ist eine Fauna. Komm. Wir fliegen jetzt zu der Fauna da. Ja, das ist ein Mod. Das ist ein Mod, das ist ein Mod, das ist ein Mod. Du wirst dann auch die Dingens nicht sehen. Die Lager und so. Aber der kostet irgendwie, was kostet der? Ach nee. Alles voller Bäume. Bei mir ist nichts voller Bäume. Das ist Safari. Wir warten hier ein bisschen bei der Fauna bei dir. Auf dich. Jetzt habe ich die Fahrzeuge schon inside. Ah ne, das sind auch wieder Tiere. Es sind womöglich Elefanten, ne? Eiffel. Die bewegen sich jetzt nicht. Es gibt Elefanten, die bewegen sich. Klingt komisch, ist aber so. Es wird gleich ziemlich dunkel da. Wir kommen dir etwas entgegen. Ah, ich glaube, ich habe keinen Hardpack-Hubschrauber, deshalb sehen wir uns wieder mal nicht als Hubschrauber. Wie verstehst du das nicht? Was verstehst du nicht? Eigentlich geht es immer, sobald du den Kollektiv einmal kurz ziehst, also nach vorne und zurück, weil, wie gesagt, das ist ja, eigentlich sollte das der Haken darstellen, der du hier ja auch gar nicht siehst. Oder? Nee, siehst du gar nicht. So, jetzt gehen wir da zu dieser Fauna. Es ist schon fast zu hell wieder. Was haben wir hier? Bestimmt wieder Elefanten. A-Firm. Hier in Real Life drüber fliegen wir auch cool. Und Timbalim kommt, das ist super. Können wir auch wieder beschleunigen. Fliegen wir da einfach mal geradeaus und der Gizmo jetzt und warten, bis da weitere Sehenswürdigkeiten auftauchen. Was ist das da? Sind das da ein paar Bäume? Ja. Ist auch nochmal Wald, ein bisschen Wald da vorne, glaube ich. You're cleared into the Bravo airspace. Kommen da keine mehr? Hippos sind noch... Oh, jetzt sollten sie dann mal kommen. Ich denke, jetzt kommen dann mal welche. Dave! 10 Monate, für 10 Monate. Bombo klar, Liebe geht raus, vielen Dank für Support und die Liebe hier bei Copter Air. Danke, 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 danke. Unglaublich, schon 10 Monate. Liebe. And I wish you many, many happy landings and many, many, many happy flights. Der Bot schläft, ne? Der Bot schläft. Oh oh. Guck mal, es schläft immer irgendwie alles. Was ist jetzt los? Und es kommen auch so keine weiteren Sehenswürdigkeiten. Schwackt alles rum. Jetzt! Einfach Zeit lassen. Nee, aber jetzt kommen da keine Sehenswürdigkeiten mehr. Oh. Ich will da noch ein paar Zebras, Giraffe. Ein Camp. Es gibt coole Camps hier. Aber ja. Fliegen bis gefunden oder solange Fuel. Und nach diesem Flug machen wir IFR. Da! Hier rechts haben wir was. Und jetzt kackt auch gleich mein Petze ab. Was haben wir? Fauna. Wir fliegen hier mal zu dieser Fauna. Links haben wir nichts, negativ. 6 Kilometer zu dieser Fauna, sonst haben wir nichts. Jetzt schon 10 Monate, das ist ja unglaublich, ey. Bist du auch am Fliegen, Dave? New George! Hello, 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 hello. Und Timbalim, vielen Dank für 18.000 Federn. Ulala, ulala. Bombo Club. Animals Inside. Sind bestimmt wieder Elefanten. Elfen. Dann fliegen wir gleich weiter zu der Fauna. Ich muss da kurz... Ich muss kurz zwischenlanden. Ah, da sind Giraffes. Wir landen hier kurz bei den Giraffes. Dann muss ich das da... Ah ja, da die Liebe kurz... Hey Giraffes! Ich lande direkt in front of the Giraffes. Ey, was los? Ich bin halt ein Pilot, ich will auch mit einem Heckrotor arbeiten, nicht nur du, ey. Danke. So, wir gehen hier kurz auf Idle und öffnen wieder mal unsere Türen. So, jetzt der Dave haut da gleich wieder mal 5 Abos raus an Dankesicht, Ochti, Idarian, Dranox und Rainmaker. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Wir haben hier neue Gäste bei Copter Air oder schon vorhandene Gäste. I wish you all many, many happy flights and many, many, many happy landings. Liebe, 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 geht raus. Vielen Dank, Dave. Danke, 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 danke. Ja, schön bist du da, New George. Mir geht es gut. Danke, danke. Und dir? Am Chillen. Alles klar, Dave. Mir geht's super. Danke. Und dir, George? So, das sind Giraffis und wir fliegen jetzt da mal weiter. Triebwerk fahren wir wieder hoch. Tür schließen wir wieder. Oder komm, wir machen kurz einen Test. Die berüchtigte Co-Pilotin auf Idle. Ich will da kurz aussteigen. Kopf einziehen. Wir gehen jetzt da kurz zu den Giraffis. Achtung, Kopf. Super. It's your control, ne, my lady? Hey, Giraffi! Bist auch online im Sims, sehr schön. Hey, Giraffi! Ich laufe hier unten Giraffi durch. Yeah! Giraffi! Ist cool. Keine Ahnung, wie der das mit dem Flugzeug macht, aber er kriegt's hin. Doch, das normale hat auch irgendwo Tiere, Pelikane und so. Aber die kann man suchen. So. Sehr nice. Vielen Dank. My Control. Close Doors. Jetzt machen wir aber der AC mal ein bisschen an da. Ein bisschen Frischluft. So, wir cleared. Engine Greens. Okay, dann geht's weiter. Mit der CJ. Was haben die hier vorne? Da haben die auch noch allerlei. Aha, Minang Camp. Ich glaube, da ist eine Heli-Plattform. Ja, ich weiß, wir fliegen. Fliegen wir jetzt wieder zurück? Oh, das sind alles Tiere. Und dann ist hier yes. Aber jetzt landen wir hier nicht. Wir fliegen jetzt da weiter. Ist nochmal eine Fauna, das sind Elefanten. Ist auch nochmal eine Fauna. Wir wollen langsam, aber sicher dann mal ein Camping. Hier sind bestimmt auch wieder Elefanten. kommen keine weiteren. Ey, was sind denn die Camps? Da habe ich das letzte Mal eine bessere Route gehabt, ey. Da sind auch nochmal Giraffe. Low flight over Giraffe. Hey Giraffes. Was sollte dann da sein? Ist nix da. Das sind womöglich die Giraffes. Ah doch, da hinten sind auch nochmal ein paar Giraffes. Ja, sind auch nochmal Giraffes. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Sind wir dann schon bald bei unserem Flughafen? Hm. Okay. Ist auch okay, dann machen wir eine Eierfahrt. Sind wir dann auch wieder mal genug warm geflogen mit dem Hubschrauber. Dann haben wir Dubai und Safari gemacht. Auch nice. Weil ich glaube, hier kommen keine mehr. Keine Safaris mehr. Ach, da vorne. Ein Camp. Super. So, dann die Lüftung wieder mal ein bisschen aus. Ist cool, so gegen die Sonne fliegen. Jetzt hier bei dem Tent Camp kommt kein schöneres Camp. Es gibt schöne Camps hier. Radar Service is terminated, Squawk VFR. Da kommt auch noch was. Ist das der Airport? Sonst... Kommen, doch, da kommen noch welche, das ist super. Das passt. Wow, was machst du, Sir? Meine Rotorblätter sind jetzt kaputt, das war Absturz, ey. Okay, das ist Tent Camp. Das überfliegen wir, sagen die auch wieder mal Hallo. Ein weiteres Tent Camp. Und was noch? Eine Fauna. Fuel haben wir noch okay. Haben wir genügend. Drehen wir kurz dazu Fauna ab. Was ist bei der Fauna? Wow! Warum? Was hat er jetzt so rumgeschickt? Fauna, was ist da weiter hinten? Nochmal eine Fauna. Hier ist eine Riesenfauna. Wo sind die Tiere? Huh. Und dann nach was essen. Oh yeah. Wieder mal Hunger. Da sind die. Das sieht nach Elefanten aus. Elefants, Elefants. Aber was sind jetzt? Sind keine, ne? Achtung, Trailing sein. Mombo Camp. So, jetzt müssen wir... Mombo Camp, da gehen wir dann zurück. Da schlafen wir dann. Aber wir haben immer noch unser Hans. Der will ja da... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er... Haben wir ein Tent? Das bestimmt nicht, aber da weiter hinten... Irgendwie haben wir da ein bisschen Wind. Jo, wir haben 20 Knoten. Alles klar. Da haben wir auch Tent Camp. Und was ist das hintere? Das nimmt mich Wunder. Bestimmt auch nochmal ein Tent Camp oder eine Fauna. White Reno. Wir gucken uns noch die White Renos an. Und dann bringen wir unser Hans zum Aerodrom. Das ist nur eins? Wow. Nice. Dann haben wir noch ein paar Reno-Panzer. Reno-Panzer. GTA. Achtung. Nicht zu weit eindrehen. Unser Heck. Ja, sind alles dieselben, ne? Fliegen wir to the airport. Laden unser liebster Hans aus und dann fliegen wir zum unserem Camp. Und dann war es das mit Safari für heute. Gibt es ein andermal wieder Safari. Da auch noch ein Camp da. Das gehört hier zusammen. Nice. Es sind auch ein bisschen mehr Bäume da als vorher. Ey, dieser Wind, der schiebt, das ist unglaublich. Schiebt nicht so. Jetzt kommt wieder Safari. Die Dürre. Es ist noch ein bisschen grün da. So. Alaska! Schon wieder Alaska. So, da vorne ist dann unser Camp und ich glaube, der Airport muss ja dann gleich in der Nähe sein. Inside. Wind. Super, drehen wir so ein. Was haben wir da hinten? Ja, yeah, cool. Und da ist dann wohl nichts, ne? Negativ. Der Hans hat eine geile Flugroute noch. So, da vorne laden wir Hans aus und dann fliegen wir zum Camp. Und dann ist fertig. Die warten schon auf Hans. Komm. Seine Frau ist auch schon da. Hoppala. Super. Dann machen wir hier auf Idle. It's your control. Ich guck mal da, dass Hans wieder rauskommt. Kopf einziehen. Das war ein Erlebnis für Hans, ne? Bei dir alles gut? Ja, super. Ja, kannst du lösen. Sehr schön. Headset. Ja, super. Passt. Achtung, Kopf dann wieder einziehen. Ne? Sehr gut. Ja dann, ja, bis zum nächsten Mal, Hans. Man sieht sich. Eine schöne Safari wünsche ich dir. Ne? Ciao. So. Hier noch kurz Gurt wieder richten. Headset ausschalten. Passt. Und hier schließen. So. Jetzt kannst du da bleiben, meine süße Kleine. Willst du fliegen? Okay, dann fliege ich, selber schuld. Dann fliege ich. Wer nicht will, hat gehabt, ne? Sehr nice. Halt deinen Hut wieder, ne? Sonst weht's den gleich weg. Jetzt fliegen wir da zum Mombo Camp. In der Hoffnung, dass es das Camp ist, was ich mir vorstelle. Bye bye, all clear, all safe. Clear for takeoff. Let's go. So. Oh. Und weg. Oh, guck mal, hier haben wir noch. Bisons, ne? Oder nicht? Doch. Und da vorne? Ein paar Antilopen. Ach nee, das sind doch die mit den... Doch, sind Antilopen. Ich glaube es. Dann müsste jetzt... Was ist dann hier? Noch ein Hippo. Aber irgendwo, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müssen dann auch... Ah, da vorne. Ja, da vorne. Ach nee, das sind nochmal Hippos. Was sind denn die Safari-Leute? Keine Ahnung, weiß nicht. Aber hier ist unser Safari. Unser Camp, meine ich. Das ist ein schönes Camp hier. Ist das... So, drehen wir hier links ein. Diese Nacht übernachten wir hier beim Mombo Camp. Hoppala! So, ein bisschen starke Kurve. Die sind auch schon wieder zu Hause. So, weiter gehen wir nicht, sonst pusten wir da alles weg. On ground, sehr schön. Öffnen wir die Tür und schalten hier auf Idle. Dann brauchen wir bestimmt diese nicht mehr, diese auch nicht mehr, diese brauchen wir nicht mehr, diese auch nicht mehr. Und schalten wir aus. Sehr nice. Und wo ist Timbalim jetzt? So. Schalten wir noch den Resten aus. Brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Beacon Lights off. Schalten wir auch aus, Avionics aus. Und Battery Switch off. Super. Können wir einklappen. Aircraft secured. So. Lassen wir auch gleich noch ein bisschen laufen, kann alles clean. Da haben wir coole Elefanten gleich. Timbalim? Wir haben Timbalim verloren. Oder vielleicht hat er noch kurz einen Auftrag. Er ist zu hart gelandet. Der muss jetzt mit dem Hubschrauber zum Maintenance. Der fliegt jetzt noch 2 Stunden. Viel Spaß. Wir gehen jetzt hier mal etwas Leckeres schlabbern. Etwas essen hier. Du bleibst noch da? Okay. Kein Problem. Jetzt hier was essen. Hey Leute. Na? Wie war euer Tag so? Wart ihr nur da? Ach ja? Ihr seid am Schweben, ne? Das ist auch cool. Hm. Sag mal, da kommst du nicht rein, aber wir gehen einfach durch. Ziemlich versteift. Die hatten, glaubst du, einen Löwe gesehen oder so. Ja, die haben es nicht so gemütlich wie wir mit dem Hubschrauber, ne? Das können sich nicht alle leisten. Aber ist auch noch ein cooles Bild. Willi Copta, Party, Heide.